Hallo meine Lieben, meine Buhbox ist da. Ich war so frei, ich habe schon mal reingeguckt, ich gestehe. Aber ich mache sie jetzt mit euch auf. Ich war nämlich neugierig, meine Mama war nämlich dabei. Und die hat gefragt, was ist das? Und dann habe ich ihr die erstmal gezeigt. Und sorry, dass meine Mama vorging. Aber ich denke, das ist nachvollziehbar, oder? Also ich mache sie jetzt auf, mache sie auf. Da ist sie. Sieht jetzt chaotisch aus. Liegt an mir. Es sah vorher wunderschön aus. War hier schön mit Schleife und so. Also, dass es jetzt so aussieht, ist nur mein Fehler. Hier haben wir die Karte. Ich muss gestehen, ich habe sie noch nicht gelesen. Okay. So, ich werde sie später lesen. Machen wir mal auf, ne? Schön, Papier. Und nochmal Papier. Tada! Da ist es. Was haben wir hier? Ihr seht es jetzt auf dem Kopf. Macht nichts, denn ich ziehe es weg. Jetzt seht ihr es nicht mehr. Jetzt sehe ich es. Und zwar haben wir ein Versus-Set. Gleich drei Sachen auf einmal. Da haben wir ein Bath- und Showergel. Mal riechen. Ist zu, aber ich kann es durchriechen. Riecht interessant. Dann haben wir eine Bodylotion. Ist die auch zu? Ja, auch verschlossen. Trotzdem riecht man es durch. Riecht nett. Ein bisschen herb für meinen Geschmack. Und ein Parfum, was man jetzt definitiv aber probieren kann, weil das wird ja wohl aufgehen. Ja. Oh. Das riecht... Ich fühle mich irgendwie zu jung für den... Ja, ist mir zu schwer. Ist mir insgesamt zu schwer. Ich fühle mich zu jung. Wobei, wenn es ein bisschen verfliegt... wenn es verfliegt, ist okay. Also am Anfang ist es ein bisschen zu herb. Also was heißt zu herb? Zu schwer? Nicht herb. Es ist so ein schwerer, verführerischer Abendduft. Würde ich sagen. Ja, also jetzt. Entweder ist meine Nase jetzt schon taub oder ich fange mich an dran zu gewöhnen. Ist so ein verführerischer Duft. Nö, jetzt. Jetzt finde ich ihn gut. Ne? War nur der erste Moment. Also, wenn er dann mit meiner Haut sich vermischt, dann finde ich ihn gut. Ja, interessant. Doch, gefällt mir. Doch, kann man sagen. Dann haben wir Burt's Bee. Ein Lippenpflegestift, Lippenbalsam. Jetzt muss ich ihn hier aufmachen. So. Jetzt klebt mir das am Finger. Ah, jetzt, so. Da haben wir ihn. Oh, der riecht aber interessant. Lässt sich super tragen, also super auftragen. Sehr weich. Der Geruch ist also schön. Also gefällt mir. Doch, irgendwie. Na, jetzt ist der Geruch ein bisschen neutral. Wahrscheinlich ist meine Nase doch schon hinüber. Durch das Parfum eben. Merke, nächstes Mal auf jeden Fall zuletzt das Parfum riechen. Der ist mit Mangobutter. Dann war das doch eben der Geruch, den ich zuerst hatte in der Nase. Doch, Mango. Hat man ein bisschen gerochen, auf jeden Fall. Ja, finde ich gut. Gefällt mir. Die wollte ich sowieso mal ausprobieren. Ich hatte von denen schon mal was gelesen. Und finde ich gut. Finde ich gut. Wollte ich eh ausprobieren. Ah, gucke mal einer, schau. Da ist noch ein Lipstick. Ein Lippenstift. Ich zeige euch. Von Joey NY. So. Machen wir mal auf. Tolle Technik. Da bleibt nur... Kleine. So kriegt man jeden Lippenstift auf. Es ist die, was haben wir denn hier? Lipstick Sinful. Dann gucken wir mal. Oh, das finde ich jetzt nicht so toll. Dass er angedetscht ist, finde ich jetzt persönlich nicht so toll. Die Farbe finde ich okay.
Die passt zu mir. Die ist in Ordnung. Ja, ein bisschen rein, sonst mache ich ihn mir kaputt. Dass er da jetzt natürlich jetzt kaputt ist, finde ich jetzt etwas blöd. Aber die Farbe ist in Ordnung, denke ich. Die Farbe finde ich ganz gut. Der Auftrag ist auch weich, angenehm. Dass er kaputt ist, finde ich blöd da vorne. Ich möchte doch was Heiles haben. Ach Mensch. Naja, ist egal. Ist ja nicht der ganze Stift gebrochen. Aber trotzdem ärgerlich. Aber die Farbe finde ich gut. So, jetzt darf ich mich erstmal sauber machen. Danke. Ist nett, dass ihr so lange wartet. So, und jetzt mein Flop. Badesalz. Ist für mich ein Flop. Warum? Ich habe keine Badewanne. Und ich habe auch nirgendwo Gelegenheit zu baden. Mein Badezimmer ist 1,10 Meter mal 1,80 Meter. Da passt keine Badewanne rein. Früher passte eine Badewanne rein. Aber die war so schmal, dass meine linke Arschbacke nur hineinpasste. Dementsprechend, jetzt sage ich das Wort mal wieder, für diejenigen, die mitzählen, dementsprechend haben wir sie rausgeworfen und ich habe eine Dusche. Also, was soll ich mit hier Badesalz? Princess Blend. Was mache ich jetzt mit dem Badesalz? Genau, beschwer dich, Susi. Würde ich auch. Mein Fail-Produkt, weil ich habe keine Badewanne und ich habe auch keine Chance, das irgendwo zu benutzen. Und daher weiß ich nicht, was ich damit mache. Wahrscheinlich wird es in meine Lostrommel kommen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So, das war die Bu-Box. Ich bin halbwegs zufrieden. Ein Produkt, was mir jetzt gar nicht gefällt. Gut, das kann passieren. Das hier ist jetzt nicht mein, das ist jetzt nicht unbedingt mein bevorzugter Ton vom Geruch. Also ist nicht jetzt mein bevorzugter Geruch. Gut, mit Zitronen gehandelt. Die beiden hingegen finde ich gut. Da kann ich nicht meckern. Gut, dass der kaputt ist, hat mich jetzt gestört ein bisschen. Aber, naja, gut, ist ja jetzt nicht so wild. Man will es ja nun auch nicht übertreiben, ne? Und, ja. Insgesamt bin ich zufrieden. Finde es okay. Und, ja, freue mich auf den nächsten Monat. Und diesen Monat, würde ich sagen, hat klar gewonnen die Douglas Box. Ist bei mir diesen Monat auf Platz 1. Platz 2 müssen Glossy Box und Boo Box sich ein bisschen teilen. Kann ich jetzt so nicht sagen. Und The Lipstick Box ist bei mir an letzter Stelle diesen Monat mit den Inhalten. Ja, das war meine Mai-Wertung. Gleich beim Unboxing-Video mit dabei. Und ich verabschiede mich. Bis dann!